Was soll das? Hm? Das bin ja ich. Erstens, Herr Tropfen. Und wie kommst du in die Sibylle? Zeig mal her. Zeig mal her jetzt. Ich war in der Straßenbahn und dann war da so ein Mann. Ja, genau. Du saßt einfach in der Straßenbahn rum und schon kommst du in die Sibylle. Außerdem bin ich viel hübscher als du. Liebe Sibylle, mein Name ist Kerstin Schulz. Ich bin 12 Jahre alt. Ich gehe in die Schule der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Ich möchte gern ein Manneke werden und wollte dich deshalb fragen, ob du auch ein Foto von mir in deiner Zeitschrift druckst? So wie von meiner Schwester Susi. Eigentlich heißt sie Susanne, aber meine Mama hat sie Susi genannt, wegen Susi Quattro. Beige ist eine ganz menschliche, lebendige Farbe in unendlichen Schattierungen. Was soll das sein? Das ist einfallslos und bieder. Wir sind doch hier nicht bei der Brigitte. Weißt du, alt kann man sein, aber nicht beige. Ich brauche mehr Eleganz. Nee, beige ist Lebensqualität. Was denn beige für eine Lebensqualität? Ich will viel erzählen. Na, Schätzchen, was suchst du? Das bin ich. Ich soll mich hier melden. Aber du weißt schon, dass der Professor die Entwürfe noch abnehmen muss, ne? Weiß ich. Dass wir vor der Messe in Leipzig die Kollektion fotografieren müssen. Aber ich weiß auch, dass du es schaffst. Das ist sie. Sie soll sich hier melden. Geh mal auf und ab damit. Na los. Ja, hopp, 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 hopp. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Danke. So, warte mal. Welche sind deine Favoriten? 1 und 3. Wir heben dir hier die Chance, zum würdigen Mitglied unserer sozialistischen Gesellschaft zu reifen. Du gehörst nicht zu uns. Ich bin auch nicht freiwillig hier. Besser ist, du gewöhnst dich dran. Ich werde nicht in dieser Fabrik bleiben. Und wie kommst du in die Sibylle? Das bin ja ich. Das ist einfallslos und bieder. Wir sind doch hier nicht bei der Brigitte. Unseren sozialistischen Frauen bei der Produktion. Das ist der Titel für dein neues Heft. Gesicht dieses Mädchen hier. Die wollen, dass ich Manneke werde. Das ist mein Traum. Mensch, bist du schön. Geht das bei mir auch? Du bist Natur, da muss man nichts machen. Jetzt zeigt mir, dass etwas Besonderes in dir steckt. Sehr schön. Warst du nicht zum ersten Mal, oder? Wir sind GBA. Was seid ihr? Glamourös, betörend, außerlesen. Ja. Wir machen unsere eigene Modenschau. Rücken gerade, Brust raus. Warum lässt du dich nicht treiben und nimmst, was das Leben dir schenkt? Schönheit ist Provokation, Strenge. Und Schönheit hat ihren Preis. Bilder von dir überall. Richtiger Star bist du. Die Modenschau in Leipzig ist die wichtigste des Jahres. Na, dann zieh dich mal warm an, Püppi. Was macht ihr denn da draußen? Post von den Genossen? Ich hab ihn nicht verraten. Was ist es dir wert, deinen Traum zu leben?
entweder du bist frei, dann bist du es überall, oder du bist es nicht. Dann nützt dir auch der Westen nichts.